zu verstanden. Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit Rinnachtschatten. Hallo. Es kommt von links reingelaufen, Lotte kommt Botti. Hallihallo. Lex Dunkelherz. Hi. Dem Digigamer. Hallo. Und mir, dem Fotoball. So, wir sind jetzt bei Staffel 3, Episode 4. Und jetzt müssen wir erstmal zur Thronkammer. Das Grüne. Nein, das Grüne. Das Grüne. Das Grüne. Grüne? Und wenn wir recht haben mit Jormaks Schwachstelle, wird er keine Chance haben. Instanz betreten. Wie läuft es in dieser Richtung? Jetzt hast du bei mir Timey aufgelegt. Die waren noch am Schnacken. Kopf in den Nacken. Ja. Die ist mit eh immer so viel. Willkommen. Ich weiß eure Worte zu schätzen, eure Majestät. Aber ich fürchte, ich bin meiner Führungsrolle in letzter Zeit nicht gerecht geworden. Ich weiß nicht, wie ihr das immer schafft. Ihr müsst euch um ein ganzes Königreich kümmern. Ich schaffe es nicht einmal, eine Handvoll Leute auf ein einziges Ziel zuzuführen. Es ist eine fordernde Aufgabe. Aber um ganz ehrlich zu sein, manchmal beneide ich euch um euer unkompliziertes Leben. Hier geht es immer nur um Politik und man muss zwischen den Zeilen lesen. Man tut etwas für eine Person und drei andere hassen einen dafür. Das kann sehr unübersichtlich werden. Aber ihr schlagt nur unermüdlich auf Dinge ein, bis wir euch nicht mehr im Weg stehen. Manchmal wünschte ich, hier würde es genauso laufen. Ja, die geht da spazieren. Ja, hätte er uns entgegenkommen können. Für euch in Stücke schlagen? Ich bin überzeugt, Sie Königin, du nix. Ja. Und ich muss bestimmte Vorkehrungen für die Berg, Sicherheit von Götterfetz treffen. Die Tatsache, dass ihr nicht näher auf diese Vorkehrungen eingeht, legt die Vermutung nahe, dass sie etwas ungewöhnlich sind. Was haltet ihr von diesem Garten, Kommandeur? Er ist wundervoll. Naja, muss mal sauber gemacht werden. Um solch ein Wunder zu erhalten, ist ständige Arbeit nötig. Manchmal schleicht sich Unkraut ein. Und manchmal muss man das jäten. Sonst überwuchert es den Garten irgendwann. Verstehe. Ich habe die Minister unter dem Vorwand eines normalen Treffens hierher bestellt. Aber was ich zu sagen habe, werden viele als schockierend empfinden. Ah, das sind zwei Ex hier. Spitzhacke. Einfach aneinander gebastelt. Ja. Hast du deine Rüstung? Jeder Hinweis auf Einmischungen des weißen Mantels, den ihr finden könnt, wird die Notwendigkeit meiner Entscheidung verdeutlichen. Ich werde mich etwas umhören. Ach, und Majestät, ihr habt da ein Unkraut übersehen. Ja. Das sieht vielleicht so aus. Aber das ist eine kreitanische Faltenlilie. Sie wird bald blühen und aus ihren Blütenblättern lässt sich wunderbare Farbe gewinnen. Sie ist meine Lieblingsblume. Sie verbirgt ihr wahres Potenzial vor den meisten. Und dann erblüht sie zu etwas Großartigem. Viel Glück, Kommandeur. Ja, so, können Sie noch mal kurz anquatschen. Aber nix. Oder wann es ist, beziehungsweise vorlesen wir letztes Mal. So, mischt euch unter den Anwesenden. Dann gehen wir mal hier links, Ministerin Estelle. Nee, nicht die. Die ratzelt nur Mist. Ja, aber da kann man durchklicken. So, dann machen wir einfach im Uhrzeigersinn. Hinten weiter, da oben. Ach, ich muss alles selbst machen, ne? Ich kann das nicht. Bist du ein Kühne? Dann bleib ich mal bei der Königin stehen und guck ein bisschen und dann den Ausschnitt von oben. Auf das Wichtige konzentrieren. Du alleine den Ausschnitt von oben. So, das war's auch schon. Na, was ist da am Portal los? Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, aber Verrat an der Königin. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ist schon das dritte Mal diese Woche, dass der alte Kerl nicht läuft. Ich muss Manifestdaten von Hand eingeben, wenn er außer Betrieb ist. Könntet ihr ihn in Ordnung bringen, während ich mich um die Toraufzeichnungen kümmere? Klar. Wunderbar. Und beeilt euch bitte. Ich bekomme schnell Krämpfe in den Händen. Das ist eine eigenartige Reparaturmethode.
Er ist manchmal etwas schwierig, aber mit der Reparaturschnittstelle die ich erstellt habe, sollte sich schnell herausfinden lassen, also, wenn er brennt, dann frost. Wenn er kalt ist, dann rot Feuer. Und wenn er Blitze hat, dann ist das dritte, das Blitzding. Ja. So lang, bis es fertig ist. Rost ist immer schlecht zu sehen. Rost ist jetzt. Ja. Feuer kann man gut erkennen. So. Fertig. Jetzt repariert? Danke. Wenn ihr mal genug vom Drachen und er liebt mich. Überlegen, eine Golem-Werkstatt zu eröffnen. Niemand ist rein oder rausgekommen, also musste ich auch nicht an die Toraufzeichnung. Außerdem brauchte ich mal eine Pause. Schön, dass ich eure Arbeit für euch erledigen konnte. Übrigens, ich habe dieses Teil gefunden, aber ich wusste nicht, wo es hingehört. Sieht ein bisschen aus wie... Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es gehört ganz sicher nicht zu diesem Golem. Hey, Timmy. Moment! Gut, ich bin da. Was gibt's? Ist das Kommunikationsgerät, das ihr mir gegeben habt, einzigartig? Vermutlich nicht. Meins ist zwar das mit Abstand beste und fortschrittlichste, aber es gibt noch andere da draußen. Moment, wieso fragt ihr danach? Ich habe ein Gerät gefunden, das aussieht wie ein Kommunikator. Wenn es vom weißen Mantel hier platziert wurde, könnten sie uns belauschen. Und ich vermute, es gibt noch mehr von den Dingern. Wenn ihr wollt, kann ich über euren Kommunikator ein Hochfrequenzsignal aussenden, das euch hilft, andere Kommunikationen in der Nähe zu finden. Na dann los. Ich werde alles einsammeln, was ich finde, und es dann der Königin zeigen. Oh, lasst sie bitte wissen, dass ich geholfen habe. Das können wir alle machen, übrigens. Ja, sehe ich gerade. Wie sammle ich die Dinge ein? Du musst erstmal finden, wo es rot ist. Wenn er rot wird, dann ist in der Nähe was du einsammeln kannst. Und dann kommt ein kleiner Gegner, den machst du eben. Ja. Und dann wird es auch angezeigt, dass so ein grünes. Ja. Wird das Teil rot? Ja. Das ist mein Zweck. Und dann kommt so ein kleiner gemacht. Ich sollte sie ihr geben. Gegner raus. So. Tut mir leid. Ja, wir haben schon alle, würde ich mal behaupten. Ach, da hinten ist der. Das sieht vollständig aus. Lop. Kommandeur, ich war gerade dabei, die Wies hier zu beruhigen. Es sind schwierige Zeiten für Sie. Und nicht nur für Sie, für uns alle. Die Königin umschreibt hier nett die Tatsache, dass unsere Tochter eine... dass sie in dieser Sache auf der falschen Seite steht. Habt ihr etwas von ihr gehört? Irgendetwas? Wir haben nichts von Valette gehört. Aber das heißt nicht, dass wir nicht noch von ihr hören werden. Sie ist ein gutes Mädchen, Kommandeur. Nur etwas verwirrt. Sie wird den Weg nach Hause finden. Wir wollen sie nur wieder Geige spielen hören. Das tun wir alle, Minister. Könnte ich euch kurz sprechen, Eure Majestät? Natürlich. Bitte entschuldigt uns. Ja, weg. Ich habe überall im Hof diese Abhörgeräte gefunden. Sie könnten dem weißen Mantel gehören. Danke, Kommandeur. Genau solche Beweise brauche ich, um meine Sicht der Lage zu untermauern. Wie es scheint, bietet sich uns hier eine günstige Gelegenheit. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich habe eine Rede zu halten. Na, die schauen wir uns an. Hm.
Minister und Angehörige des königlichen Hofes. Seit Jahren haben wir ein Geschwür im Königreich. Einen schleichenden Sog, der einige unserer Freunde und Familienmitglieder in die Dunkelheit gerissen hat. Nun, da Beichtvater Caudecus den weißen Mantel führt, wird dieser schwelende Konflikt bald offen ausbrechen. Wir stehen kurz davor, zwischen zwei Altdrachen zermalmt zu werden. Da können wir eine Bedrohung aus dem Innern nicht dulden. Aus diesem Grund beurlaube ich das Ministerium, bis die Gefahr vorüber ist. Einige unter euch werden verstehen, dass dies zu eurer eigenen Sicherheit geschieht. Andere werden merken, dass ich sie hier festgesetzt habe. Weit weg vom Netzwerk des Weißen Mantels. Das könnt ihr nicht tun. Ich lasse mich doch nicht wie einen Doljak behandeln, den man in einen Stall sperren kann. Ich bin kein Verbrecher. Ihr behauptet, das geschieht zu unserem Schutz. Schutz wovor? Ich frage eher, wer wird uns vor euch schützen? Werter Minister, ich versichere euch, diese Maßnahme wird nicht von Dauer sein. Sie gilt nur so lange, bis das Königreich vor Angriffen sicher ist und die Verräter in unserer Mitte gefunden wurden. Der Kommandeur hat bereits bestätigt... Es gibt keinen Angriff. Das ist nur eine List einer Autokratin. Meine Kollegen Minister, dies ist einer dieser seltenen Momente im Leben, auf die man eines Tages zurückblickt, um zu sagen, ich habe gekämpft oder ich habe nichts getan. Werdet ihr stumm bleiben und der Königin erlauben, euch und dem Volk die Stimme zu nehmen? Oder werdet ihr genug Lärm machen, dass selbst die sechs Götter euch Nein rufen hören? Als mein Großvater? Was denkst du, er ist auf einer weißen Rose oder was? Ja, Angriff der weißen Rose. Genau. Ist aber mächtig. Ja. Messmer. NPC Messmer. Ja. Ja, ist halt auch Legende, ne? Kein Champion. So. Jetzt können wir jetzt ein bisschen den Tür uns rausschrauben. So, jetzt killen wir erstmal den Kerl hier. Böse Wache. Eure Majestät, wir müssen euch in Sicherheit bringen. Wir müssen Au. Die Minister retten. Zumindest die, die mir treu geblieben sind. Alle anderen können sterben. Ja, der Rest wird vernichtet. Solche Macht. Situationen vorbereitet. Vor dem Saal befinden sich einige Verteidigungsanlagen, die sofort einsatzbereit sind. Schnell! Euch schlitze ich auf! Gebt mir den Weg, während ich eine Verteidigungsbarriere errichte. Ja, dann mach mal. Das wird kein Spaß. Wo ist diese? Oben. Wo ist sie denn jetzt hin? Hier, den hier oben. Weg runter. Andere Seite. Aus der Hitze der Wüste steigt das Spiegelbild auf. Großartig. Noch ein Messmer. Schlagt nur zu, Kommandeur. Sie ist etwas blutrünstig, muss ich sagen. Schlag zu, schlag zu. Die hat zu wenig Action in dem Job. Meine Stärke wächst an. Ja, die ist halt entscheidungsstark. Hm, kommt noch jemand?
streichen wir mal die Wache. Nur noch eine Barriere übrig. Gut, dann zum Thronsaal. Den können wir problemlos verteidigen. Du, aber habt ihr eigentlich alle Erfolge? So sieht er noch aus. Sieht so aus, ja. Ja. Also bei mir wird nichts angezeigt mehr. Also ich hab ja alles. Okay, geradeaus durch. Bleib dann hinterher. Okay, dann. Meine Kollegen Minister, schließt euch mir an und helft dem weißen Mantel Kreiter von dieser unrechtmäßigen Herrscherin zu befreien. Oder stellt euch auf ihre Seite und lasst euch von meinem Feuer richten. Estelle, was für eine Überraschung. Wer hätte das kommen sehen? Ihr? Bing. Vielleicht ihr? Ihr vielleicht? Und ihr? Wart ihr überrascht? Kommt zurück, ihr! Ich sage es euch ja nur ungern, aber so leicht laufe ich nicht davon. Ich fühlte mich geehrt, als Caudecus mich beauftragte. Er humpelt. Jetzt haben wir verloren. Hier ist dran, da. Und ich werde diese Aufgabe bis zu ihrem blutigen Ende führen. Nicht solange ich lebe, Estelle. Logan, Hauptmann Thackeray, tapfer wie immer. Aber ich brauche euch für die Verteidigung der Stadt. Ich werde mich um diese aufgeblähte Zecke kümmern. Um mich kümmern? Ihr könnt euch nicht bewegen. Dieser aufgespannte Fußabtreter ist eure einzige Hoffnung. Und ich werde ihn gleich töten, um ihn von seinem elenden Schicksal voll Liebeskummer zu erlösen. Bitte. Was? Das ganze Ministerium wusste es. Diese Erniedrigung werdet ihr noch bereuen. Oh, okay. Oh, jetzt auf sie! Eine kraftvolle Kombination! Ui! Kopf los! Also hier. Jo. Das dürfte es also gewesen sein. Vorerst. Das war eine beeindruckende Vorstellung, Eure Majestät. Ja, das war es. Wie hat es euch gefallen, Probleme zu lösen, indem ihr auf sie einschlagt? Ich wollte niemals eine Waffe gegen einen meiner Untertanen erheben, aber für euren Lebenswandel scheint es mir sehr passend zu sein. Na, ich dafür hat sie andere Lakaien, ne? In der Drachenwacht, falls ihr euch je entscheiden solltet, abzudanken. Sehr freundlich. Nun, wie ist die Lage außerhalb der Stadt? Die Armee des Weißen Mantels rückt vom See her vor, aber wir wissen nicht genau, wie stark sie ist. Ich bin unterwegs, um meinen Kommandoposten bei der Doric-Anlegestelle einzurichten. Es ist schön, euch wieder auf den Beinen zu sehen. Ich treffe euch dort. Sehr gut. Wir können eure Hilfe gebrauchen. Sprecht mit Leutnant Forres auf dem Lissa-Platz. Ich werde dafür sorgen, dass ihr auf das Schlachtfeld gelangen könnt. Logan, bitte gefährdet eure Genesung nicht, indem ihr etwas Dummes tut, wie zum Beispiel zu sterben. Kommandeur, ich danke euch. Und immer schön nach Unkraut schauen. Ja, ja. Machen wir. Bei mir geht jede Pflanze ein. So. Sehr schön. Ach, der hat noch kurz... Weiter. Bla, bla, bla. Jo. Reichen. Dann
raus aus der Instanz und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.